Hallo alle miteinander, hier ist wieder GBFAK, der Altmeister, mit dem Let's Play von Die Prüfung. Und eine Prüfung ist das für mich, gleich in mehrfacher Hinsicht, denn ja, mir ist eine externe Festplatte abgeraucht und jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich das wieder aufnehmen kann oder dass ich mich überhaupt wieder ranwage hier. Und ich hoffe mal, die anderen Aufnahmen sind alle noch halbwegs gebräuchlich oder verwendbar. Und ja, soweit ich mich erinnere, waren wir dabei, wir haben in der ersten Prüfung irgendwelche Kobolde verprügelt, irgendeinen Koboldfürsten, haben ihn mit dem silbernen Schlüssel verdroschen, der berühmte silberne Schlüssel, an den kann ich mich noch erinnern, und haben dieses Schwert, wie ist es nochmal, Excalibur oder Adraxas oder irgendwie so, haben wir da rausgeholt aus dem Dungeon, dem ersten, aus dieser Höhle. Der Kobolde und der Erdwichtel oder was das für Typen waren. Ist auch nicht so wichtig. Wir sind jetzt bei der zweiten Prüfung und wir haben auch schon die neuen Zaubersprüche bekommen, die tatsächlich, und das kann ich an dieser Stelle mal sagen, eigentlich für den Popo sind. Oh, ein bisschen laut, oder? Oder ist das normal? Ich weiß es gar nicht mehr. Einen Moment, ich muss es eben rejustieren. Ich glaube, so, die Lautstärke ist auch in Ordnung. So. Ja, also Stufe 2 Zauber. Da haben wir zum einen Besli. Besli ist der Zauber, der ein besseres Licht erzeugt, aber das ist eigentlich dasselbe Licht. Es gibt keine Abstufung von Lichtqualität in diesem Spiel, so dass es einfach nur günstiger ist als der Stufe 1 Spruch. Also wir werden so gesehen besser, als dass wir weniger Magie brauchen, um denselben Effekt zu erzielen, nämlich Licht zu machen. Dann gibt es Eiszug oder Eizug. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war. Das ist Feuerklinge, das ist große Heilung, das ist wichtig. Das heilt uns nämlich gut oder noch besser als der Lebenszauber. Und dann haben wir Schokolade oder auch den Schock, irgendwas. Ganz ehrlich, diese Zaubersprüche sind, also das Einzige, was man vielleicht braucht, ist die große Heilung und das bessere Licht. Die anderen Zauber sind eigentlich nutzlos, weil in diesem Dungeon braucht man keine Kampfzauber. Es gibt keine Kämpfe. Es geht tatsächlich nur um Rätsel, die man lösen muss. Und insofern, keiner dieser Sprüche hilft einem dabei. Man kann nicht mit magischer Gewalt sozusagen irgendein Rätsel lösen. Man muss das schon lösen. Auf klassische Weise mit seinem Intellekt sozusagen. Und nicht mit der Magie. Und ja, ist ja eine schöne Prüfung für einen angehenden Zauberer. Allerdings ja, sind diese Zaubersprüche dann dementsprechend nutzlos. Deshalb sind mir die jetzt auch nicht so ganz geläufig. Ich werde mal auf der Seite gucken. Und jetzt überlege ich gerade was. Ja, einen Moment. So, da bin ich wieder. Und zwar ist das hier auf C64 Wiki. Und zwar ist das einmal ja das bessere Licht, was wir hatten. Dann, seht ihr das überhaupt? Moment. Ja, doch, solltet ihr eigentlich sehen. Dann der Einzug. Das ist, okay, Gegner heranziehen. Der Einzug, ja, als würde man zur Bundeswehr eingezogen, aber das gibt's ja gar nicht mehr inzwischen, aber auf jeden Fall, ja. Es zieht Gegner um 6 Schritte zu uns heran, kostet 10 Magiepunkte und, ja. Ne, es hat die Reichweite von 6 Schritten und zieht die Gegner 2 Schritte zu uns heran. Also das ist der schwächste Gegner heranziehspruch. Bei Stufe 3 kriegen wir schon eine wesentlich besser ist, weil der hat eine Reichweite von 9 und zieht die Gegner 5 Schritte zu uns heran und nicht nur 2. Und kostet auch nur doppelt so viel, also das ist eine bessere Ausbeute. Dann haben wir die Feukul, die Feuerklaue. Im Kampf alle Gegner bis 5 Schritte können getroffen werden. Das ist nicht so schlecht. Macht 60 Trefferpunkte Schaden, kostet allerdings auch 30 Magiepunkte. Allerdings kriegen wir später dann den Feuersturm. Und der Feuersturm kostet nur 10 Magiepunkte mehr und macht, ja, oder hat zumindest die Reichweite erhöht auf 9 Schritte. Also da könnte man noch sagen, Feuerklaue könnte vielleicht noch nett sein. Habe ich aber trotzdem nie verwendet. Ja, und große Heilung ist eben, Grhai ist, ja, ein Zauberspruch, der uns nicht nur 30 Lebenspunkte heilt, sondern 80 und das nur für den doppelten Preis. Das ist eine bessere Ausbeute. Der Schwertkoffer. Das ist Schokolade. Das ist der Schokospruch, der Schwertkoffer. Anscheinend wird dann ein Koffer herbeigezaubert, der aus dem dann ein Schwert springt. Eine super umständliche Art und Weise, das zu machen, aber okay. Sieht bestimmt cool aus. Und trifft einen Gegner bis 3 Schritte und macht 70 Schadenspunkte. Kostet auch 18 Magiepunkte. Ist für mich irgendwie auch wieder so ein Eiskristall.
ein besserer Eiskristall, in Anführungsstrichen. Von der Ausbeute ist er das auch, von dem Schaden, den er macht. Aber ganz ehrlich, bevor ich das Ding einsetze, da man meist gegen mehrere Gegner kämpft, setze ich doch lieber dann hier Feuerklaue ein oder Feuersturm. Aber wie gesagt, die Sprüche der Stufe 2 sind für uns eigentlich wenig relevant. So, in diesem Dungeon jetzt. Ergo, gehen wir zurück und gucken mal, was für Rätsel uns hier erwarten in diesem Gemäuer. Es gibt ja 5 Prüfungen und das ist die zweite. Öffnen wir die Tür. Und befinden wir uns in einer Halle. Und da ich das Spiel schon durchgespielt habe, sehen wir die Karte schon mal. Das ist natürlich dann wieder eine Eigenart von diesen alten Diskettenspielen. Und hier sind wir wieder. Ich lese hier immer CD. Wir sind CD, die Kompaktdisk. Und ja, da kommen wir rein und jetzt rennen wir hier rüber zu der Tür. Noch haben wir kein Rätsel gesehen. Aber hier. Ein dunkel gekleideter Mann kommt aus der Tür heraus. Löse das einfachste Rätsel. T. Tja, T. Ja, ich werde das absichtlich falsch beantworten. Hier DC, was auch immer. DCD. Ach, egal, ich tippe einfach irgendwas ein. Ah, nee, ich kann ja auch hier. Ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Unglaublich. Geh und lerne, heißt es dann. Also, wenn man eine Frage hier falsch beantwortet, dann wird man wegteleportiert in einen Raum, wo man dann eben, ja, oder in Räumlichkeiten. Wir sind jetzt hier quasi von hier in den Süden, in diesen Raum hier teleportiert worden, wo man dann quasi Hinweise kriegt, um das Rätsel zu lösen. Hier zum Beispiel. An dieser Wand steht: Sprich es wörtlich, wie es ist. Das ist eigentlich der gute Hinweis, der allerdings nicht funktioniert. Und ich werde gleich erklären, warum. Sprich es wörtlich, wie es ist. Also man soll es aussprechen. Was man da liest, dieses T soll man aussprechen. Habe ich zwar schon jetzt gerade gemacht und es ist trotzdem nicht die Lösung. Ja, so. T ist nicht die Lösung, also auch kein ostfriesischer T. Und hier in diesem Gang. Du hast es nicht gelöst. Die körperlose Stimme ist wieder in meinem Kopf. Nun sieh her. Auf der Wand vor mir steht plötzlich etwas geschrieben. H und E. Sprich es so, wie es ist, meint die Stimme. H und E, das heißt Hunde. Okay, alles klar? Die Stimme verstummt. Ja, gut, mir ist nicht. Ja, doch, es ist schon klar. Also. Aber ich weiß nicht, ob man. H und D, H und D, Hunde, 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 Hunde. Wie kann man das aussprechen, dass da Hunde bei rauskommt? Hunde, Hunde. Ha, das Problem ist, dieses H endet auf einem Vokal, der ist A. Also man sagt ja Ha. So, und dann kommt von unten das U. Haunde. Haunde. Was ist das für ein Wort? Naja, H und E. Man kann es besser schreiben, ausschreiben. Und zwar dieses Unzeichen mit und ausschreiben. Dann schreibt man H und I. Und dann sieht man, aha, es ist Hunde. Okay. Das ist also jetzt der zweite Hinweis. Okay, merkt euch das bitte. Haunde. Haunde. Wunderschön. So, und das waren die beiden Hinweise, die wir gekriegt haben. Jetzt können wir durch diese Tür. Oh. An der Tür ist ein Schild angebracht. Ausgang. Können wir wieder uns zurückteleportieren in den. Ja, da wo wir gerade waren und es nochmal versuchen. Jetzt mit den Hinweisen sind wir gerüstet für dieses Rätsel. Löse das einfachste Rätsel. Und mich regt das jetzt schon auf. Ich sage das gleich, dass da steht das einfachste Rätsel. Ehrlich gesagt, das hier ist das schwerste Rätsel meines Erachtens. Denn, ja, T, Ausrufezeichen. So, wenn wir jetzt dieser Logik folgen, die uns gerade gezeigt worden ist, nämlich H und dass das Unzeichen nämlich auch ein Wort ist, dann ist das Ausrufezeichen auch ein Wort. Aber welches Wort ist denn das Ausrufezeichen? Es ist das Ausrufezeichen. Was soll ich denn lesen? T Ausrufezeichen oder TE Ausrufezeichen, soll ich das niederschreiben? Da kommt immer nur Ausrufezeichen bei raus, wenn ich das niederschreibe.
Was ist denn ein T-Ausrufezeichen? Es ist immer noch ein Rufzeichen. Auch wenn ich das T vors Ausruf, vors Auspacke, T-Ausrufzeichen. Und das passt auch gar nicht als Antwort hin. Also das ist schon mal vollkommener Murks. Das Ausrufezeichen vergesst es. Vergesst es bitte. Oder ich habe da irgendwas Grundlegendes nicht verstanden dann. Und das Ausrufezeichen steht für irgendwas anderes. Okay. Dann gab es ja noch den anderen Hinweis, dass man das aussprechen soll, wie es ist. Also, wenn ich das ausspreche, wie es ist, dann spreche ich aus T. Ja? Aber T ist es nicht. Ich meine, ich kann es ja mal eingeben hier zum. Oh, nee, dann werde ich wieder wegteleportiert, habe ich auch keine Lust zu. Also, wie man das lesen soll. Und ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ich meine, ihr könnt das Video ja pausieren an dieser Stelle und selber mal überlegen, was könnte des Rätsels Lösung sein. So. Wie man das lesen soll, ist folgendermaßen. Man liest T, ja, also T an E. T an E, T an E, Tanne, 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 ja. Tanne. Tanne ist des Rätsels Lösung. Also eine Tanne. So. Aber ich verstehe ums Verrecken nicht, wo dieses an herkommt. Wo kommt das an her? Ist das das Ausrufezeichen? Ist das eine Schreibweise, die nur Uralt-Asbach-Informatiker aus der Zeit überhaupt verstehen konnten, dass das Ausrufezeichen ein Bindevokal ist oder eine Formel, wo dann, dass man das dann so lesen kann. In der Mathematik gibt es ja viele Sachen, die man irgendwie komisch liest und dann sagt man so und so ist das und naja, auf jeden Fall ist das das. Kommt das noch aus der Lochkartenzeit oder so? Ja, nichts gegen alte Programmierer und Informatiker, das überhaupt nicht. Es geht mir nur darum zu verstehen, was ist das hier eigentlich? Und wie soll man darauf kommen? Oder war das eine uralte, oder ist das eine Lesweise, die bei Großbuchstaben früher gang und gäbe war, dass wenn da zwei Großbuchstaben nebeneinander standen, zum Beispiel A und Y, dass man dann gesagt hat, A an Y. Und dann hat man A an Y. Okay, das ist dann ein dummes Beispiel dafür, aber dass man dies an dann immer dazwischen gesetzt hat, einfach, wenn man es ausgesprochen hat. Aber ganz, nee. Oder das ist eine andere Theorie, die ich habe. Und ihr merkt schon, ich habe mir ziemlich viele Gedanken dazu gemacht, zu diesem blöden Rätsel. Oder es ist tatsächlich eine Sache, die im Deutschen verschwunden ist, im deutschen Sprachgebrauch. Dass man sowas früher mal gesagt hat. Wenn zwei Buchstaben da sind, dann sag mal, das T ist an E. Und so hat man dann. Oder die andere, das, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass es ein Rätsel war früher, so, ein bekanntes Rätsel wohl. Und da wusste das irgendwie jeder, sozusagen. Und deshalb ist es das einfachste Rätsel. Das war damals irgend so ein Scherz, den man gesagt hat: Hey, löst das einfachste Rätsel hier. Ich schreibe dir zwei Buchstaben hin. So, und jetzt überleg mal, was könnte das sein? Und dann alle so: T an E, T an E. Oh, Tanne, okay, ja. Sehr witzig. So, das war dann damals so ein Scherz, den jeder kannte. Nur heute kennt den keiner mehr, zumindest ich habe den nie gehört. Aber das ist das einfachste Rätsel, ja. Ich weiß nicht, ob ihr drauf gekommen seid. Wenn ja, dann Kudos. Da seid ihr schlauer als ich. Und nicht, dass das schwer ist oder so, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum das hier unbedingt dann. Das hätten sie sich nicht irgendwas Einfaches ausdenken können. Oder dies mit Hunde. Nur sowas wieder. Nur dann anstellt, ja gut, aber welches Zeichen kann man lesen wie und? Bindestrich nicht, Semikolon auch nicht. Ich weiß es nicht. Tanne, nee. Tanne. Gut gemacht. Der Mann verschwindet plötzlich wieder. Ja. Und wir kriegen 20 Erfahrungspunkte. Und die Stufe sind wir schon aufgestiegen beim letzten Mal. Genau, Stufe 4. Upsala. Ich glaube. Steigen wir hier Stufe 5 noch auf? Ich glaube nicht. Naja. So, und im nächsten Raum. Und auch hier befindet sich erstmal nichts. Es ist eine Halle. Und auf der Karte sehen wir sind im zweiten Prüfungsraum.
Ein Mann in einer schwarzen Robe stellt sich vor die Tür. Hallo, löse mein Rätsel. Niemand kann mich packen, keiner kann es lassen. Mein Gegenteil schafft mich und vernichtet mich. Freund kann ich sein und bittere Pein. Dunkelheit, Finsternis. Kann man nicht packen, aber keiner kann es lassen. Was kann man nicht lassen? Dunkelheit. Mein Gegenteil schafft mich. Also, ja gut. Licht schafft mich. Ja, oder es ist ein Schatten. Ja. Und es vernichtet ja auch den Schatten, so gesehen. Oder die Finsternis. Freund kann ich sein und bittere Pein. Ja gut, wenn man sich verstecken will, dann ist ein Schatten oder Finsternis natürlich praktisch. Aber wenn man irgendwas sucht im Dunkeln, dann ist es natürlich eine bittere Pein. So gesehen. Ja. Also das ist schon ein wesentlich einfacheres Rätsel meines Erachtens. Das ist schon definitiv. Also da kann ich mir zumindest irgendwas drunter vorstellen. Ein Gegenteil. Und meistens, immer wenn das solche Rätsel sind, ich kenne das von My The Magic, dann ist es irgendwas mit Schatten oder Licht oder Sonne oder irgendwie sowas. Naja, aber ich werde es trotzdem falsch beantworten, denn wir kriegen dann ja auch die Hinweise. Suche die Antwort. Das werde ich tun. So. Jetzt sind wir wieder wegteleportiert worden und hier ist der Raum für all jene, die zu dumm sind, das Rätsel zu lösen. Und deshalb bekommen sie Hinweise. Oh, das ist ein Bereich, den ich habe ich noch nicht aufgedeckt. Mal sehen, ob ich das jetzt hier... Ah, das tue ich doch glatt. An der Wand steht, möge kein Licht dir leuchten. Ha. Das ist aber kein netter Spruch. So, was ist hier jetzt? Vielleicht doch ein Kampf? Eine Inschrift besagt, ein Blick auf die Fackel mag helfen. Warum? Weil sie Schatten wirft? Okay, also doch keine Kämpfe, es ist nur so ein kleiner Bereich, so eine kleine Katakomben, so eine kleine Höhle. Aber das sieht mehr aus wie ein Gemäuer. Vorher waren wir in so einer Höhle. Zumindest sind die Sprites jetzt anders für die Wände. Und in diese Wand wurde ein Text eingeritzt. Jeder hat ihn. Keiner beachtet ihn. Na gut. Jeder hat einen Schatten, das ist klar. Also kann es Finsternis schon mal nicht sein. Also muss es Schatten sein. Oder? Aber keiner beachtet ihn. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keiner beachtet seinen Schatten. Ich habe mir meinen Schatten manchmal angeguckt. Das soll vorkommen, dass man mal drauf guckt, so neugierig wie man ist. Oh, hier ist schon der Ausgang. Hier ist auch das Schild, das einem das sagt. Aber da ist trotzdem etwas. Ich könnte hier mal meinen Kompass anschmeißen, wo ich gerade hier bin. Charakter. Beep, beep. Kumpa. Da wir keine Kämpfe zu befürchten haben, brauchen wir auch nicht rasten oder sowas. Gut. Hier dürfte auch noch was sein, ja. Wieder nicht gelöst, fragt die Stimme ohne Vorwurf. Hey, immerhin, ohne Vorwurf. Nun, hier ist ein Tipp. Ist die Sonne im Westen, so ist er im Osten. Also, der Mond. Aber nicht jeder hat einen Mond. Ja, oder ist es der Mond? Ich weiß gar nicht. Ja. Im Silmarillion war das mal ziemlich nett beschrieben. Dass sie das erstmal rausfinden mussten, damit sich die beiden Sonne und Mond nicht gegenseitig über den Haufen fahren. So, und ja, okay. Probieren wir es mit Schatten. Ups. Oh, Shadows. Wo seid ihr, Shadows? Oh, da. Ah, gut, dass man das zweimal hintereinander eingeben kann. Wo bist du? Da. A, B, C, D, E, F, G. Da kann man drüber lachen, aber ich mach das öfters. Ich muss das...
Ich kenne das Alphabet nicht so perfekt. Ach du meine Güte, ist das peinlich. Naja, so, Schatten. Gut, der Mann löst sich auf. Ja. Er kam wieder gegen ein Fuchs. Okay. Gut, das war die zweite Prüfung. Hier ist keine Tür. Werfen einen Blick auf unsere magische Karte, denn magisch ist sie schon mal. Da sie vieles aufdeckt. Und ja, wir haben ja einen ziemlich großen Bereich hier. Und tatsächlich einen Bereich, da kam ich nicht weiter. Das hat seinen Grund. Denn da ist der Dungeon zu Ende. Das ist ein kurzer Dungeon eigentlich so. Die Stimme ist wieder in meinem Kopf. Suche die versteckten Hinweise und vergleiche sie. Tja, das ist der wohl wichtigste Hinweis für dieses Rätsel. Auf der Wand steht, die wahre Größe kommt von innen. So, und jetzt beginnt das lustige Spiel. Schreibt euch alles auf, was da steht. Und schreibt es untereinander weg. Und zwar so, dass alle Buchstaben gleich in einer Reihe stehen. Oder dass der erste Buchstabe immer auch in derselben Spalte steht. Nicht wahr? So. Also D jetzt in der ersten Spalte, I in der zweiten Spalte, 3, E in der dritten Spalte. In der vierten Spalte tragt ihr nichts ein. Aber das ist auch gar nicht nötig. Ich sage euch gleich von vornherein, ihr müsst nur den ersten Buchstaben euch merken. Und wisst ihr was? Jetzt mache ich das auch. Dieser Dungeon ist nicht so lang und ich will das mal gucken. Ich will mal gucken, wie das so ist. So, das ist der Hinweis. Der erste Hinweis. Die wahre, das, was da eigentlich steht, ist gar nicht wichtig. Ihr müsst euch bloß die ersten Buchstaben von dem, was da steht, angucken. Ja. Das ist die, das ist hier, oder wartet mal. Nee, das stimmt, glaube ich, gar nicht. Wie war das noch? Oh, warte mal. Stimmt gar nicht. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Die wahre Größe kommt von innen. Okay, merkt euch das. Die wahre Größe kommt von innen. Mhm, interessant. So, was gibt's sonst noch? Was kommt von innen? Der Mut kommt von innen. Zum Beispiel. Die Macht der Zauberer ist die Magie. Mut hat mit Magie wenig zu tun, aber es kommt von innen. Magie kommt von innen. Okay. Oder mehr Hinweise. Bin ich jetzt? Okay, ich bin einmal hier so rumgelaufen und da dürfte auch noch ein Hinweis sein dann. So. Nee, doch nicht. Okay. Also, wahre Magie kommt von innen. Dann haben wir hier, glaube ich, alles durchgeguckt. Der weise Zauberer kontrolliert sich selbst. Also Magie, die von innen kommt und kontrolliert wird. Kontrolliere die innere Magie. Eine Inschrift ist hier. Herrsche über dein Handeln und deinen Geist. Aha, das auch noch. Also Magie kontrollieren im Inneren und sein Handeln und den Geist beherrschen. Beherrsche den Geist, beherrsche deinen Körper, beherrsche dich, beherrsche die Magie, beherrsche alles. Beherrsche dein Inneres. Beherrsche die Magie, ja. Nichts kann den Zauberer von seiner Macht trennen. Oh, ich habe die Maus hier noch. Okay. Nichts kann ihn trennen. Ist also fest mit ihm verwachsen.
Okay, der Hinweis hilft mir jetzt so nicht weiter, aber ich fand das mit dem Beherrschen schon nicht schlecht. Die Macht von innen, die Magie von innen kontrolliert durch Beherrschung. So, was ist jetzt hinter dieser Tür? Das sind jetzt die ganzen Hinweise. Wir nähern uns dem Bereich. Eine ganz in weiß gekleidete Frau steht vor mir. Sie spricht mich an. Hast du den Grundstein der Magie entdeckt? So nenne ihn mir. Wer ist mit Wissen? Das ist falsch, aber ich will mal sehen, was passiert, wenn ich das falsch beantworte. Werde ich auch wieder wegteleportiert? Werde ich getötet? Ich hoffe nicht, weil ich habe lange nicht gespeichert. Risiko. 2-1 Risiko. Nein. Und ich werde wegteleportiert. Und zwar direkt wieder, okay, direkt wieder vor ihre Tür, sozusagen. Also es gibt keinen Hinweis, keinen weiteren Hinweisort. Und, ja. Dann, ja. Also, ja, die Antwort ist tatsächlich Beherrschung. Das Problem ist nur, es gibt nicht genug Buchstaben hier. Das ist natürlich dann doof, wenn man das eigentlich eingeben will. Der Witz an der ganzen Geschichte ist dann aber, dass es doch richtig ist. Ja. Und ich gebe es ehrlich zu, dieses Rätsel war auch was schreibe ich eigentlich? Doch, das ist richtig, oder? Ja, ich kann nicht mehr schreiben. Richtig? Ja. Also das mit dem Beherrschen war schon der richtige Hinweis dann von der einen Texttafel. So, wir können leider nur Beherrsch eingeben. Das Ung fehlt uns. Drei Buchstaben fehlen uns. Und jeder normale Mensch würde dann sagen, ja, wenn das da nicht reinpasst, dann ist es vom Spiel sicher auch nicht so vorgesehen, dass man das da eintippen kann, weil dann kann es ja nicht die Lösung sein. Die würden ja nicht sowas machen, wo man nur das halbe Wort eingibt und dann ist es trotzdem richtig, oder? Beherrsche dich selbst und damit deine Macht. Handle nach dem, was du gelernt, und dein Weg wird dich zu deinem Ziel führen. 250 Erfahrung, 250 Erfahrung, 500... 500 Erfahrungspunkte gibt es dafür. Es war tatsächlich Beherrsch. Also ein Zauberer braucht vor allen Dingen... Der Grundstein der Zauberei ist Beherrsch. Vergesst das Ung am Ende. Das ist egal. Einfach nur Beherrsch. Ihr müsst euch einfach nur Beherrsch. Auch das AN lassen wir weg. Ihr müsst euch einfach nur Beherrsch. Beherrscht euch nicht. Beherrsch. Ach du meine Güte. Ja, wer soll darauf kommen? Ganz ehrlich, wer einen halbwegs einen logischen Charakter hat, ja? Und nicht einfach wild, wenn man was ausprobiert, aber so waren die Spiele damals wohl, der wird doch verzweifeln, der wird doch wahnsinnig werden. Und dann, wenn er dann irgendwann mal tatsächlich die Lösung erfährt, durch irgendein Walkthrough oder was auch immer, oder von irgendjemand anderem, oder in irgendwelchen Zeitschriften, wo das dann aufgelöst wird, der muss doch die Wand, den Kopf gegen die Wand hämmern, so dass er als Hammer durchgehen kann. Für besonders widerspenstige Nägel. So dolle muss er seinen Kopf gegen die Wand hämmern. Also das ist wirklich so eine Sache. Sowohl das erste Rätsel Tanne, als auch das letzte Rätsel mit dem Beherrsch, dass es nicht passt. Und es gibt so viele andere Worte, die man für Beherrschung noch einsetzen könnte. Irgendwie Kontrolle oder Selbstachtung, was weiß ich, irgendwie oder irgendwas Exotisches, irgendwas Lateinisches vielleicht noch oder so. Alles, was irgendwie noch gerade so in diese neuen Buchstaben hineinpasst. Was man alles ausprobieren könnte vielleicht. Und dann ist es sowas. Tja, das einzig vernünftige Rätsel, das waren diese drei Rätsel, die zusammen die zweite Prüfung ausgemacht haben für uns. Da war das zweite, das einzige, wo ich sagen würde, ja, das ist ein Rätsel, da komme ich auch selber drauf. Am ersten käme ich nicht drauf, beim letzten auch nicht. Gebe ich ehrlich zu, das ist für mich zu hoch. Ich bin dumm, was soll ich sagen? Nee.
So ist das halt. So, wir haben es geschafft. Wir können mal wieder rasten. Wir haben ein bisschen Magie verbraten. Und den Spielstand speichern. Meine Kräfte kehren zurück. Rüll, 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 rüll. So, da sind wir wieder. Ja, dann gehen wir mal zum Meister und holen uns die Belohnung ab. Nämlich Stufe 3. Und wie gesehen habt, wir haben keinen Zauberspruch gebraucht von denen, die wir hatten. Wir auch die von, also die, die wir gebraucht haben, die hatten wir auch schon bei Stufe 1. in die Festung der Zauberer betreten. Yep. Klar. Ich sag hallo. Irgendwann. Irgendwann später. Du kennst nun also das Geheimnis der Macht der Zauberer, sagt Arnagard. Handle danach und du wirst die Magie beherrschen. Hey, er macht eine Pause. Ja, das will ich auch meinen, weil das ist nämlich falsch. Das heißt beherrsch. Dann sagt er, wisse nun deine dritte Aufgabe. Nach der Stärkung deines Wissens, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Stärkung meines Wissens ist. Stärke nun deine Kräfte im Kampfe. Oh yeah, jetzt geht's los. Dring in das finstere Loch hinter dem Gebirge ein, wandere bis zu unterst und erschlage alle bösen Wesen. Ein geringer Dämon lebt dort unten. Besiege ihn für das Gute und auch diese Prüfung ist bestanden. Ja, also kann es schon mal nicht Morgoth sein. Wobei Utumno seine erste Festung ja auch ein Loch war. Oder ich glaube, in der übersetzt heißt es tatsächlich irgendein Loch. Utumno. Und dann ging es später nach Angband. Und da lebt er dann. Aber da es nur ein Nidra-Dämon ist, kann es entweder Gothmog sein, der Anführer der Balrogs. Oder irgendein Balrog. Aber vielleicht ist es auch Sauron. Ich kann es nicht lassen, ich muss mal wieder auf Herr der Ringe verweisen. Ternados überreicht mir eine Schriftrolle. Oh, der andere. Hier sind neue Zaubersprüche, du wirst sie bei dieser Prüfung gut gebrauchen können. Und das stimmt auch. Doch nun gehe. Wir haben viel zu tun. Danke, Meister. Tja, und so denn werden wir entsendet in den wohl, meines Erachtens, na, es ist nicht der schwierigste Dungeon, aber es ist einer, ja, wo der Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen ansteigt, was die Kämpfe angeht. Ich sag mal so, unser wunderbarer silberner Schlüssel ist nicht mehr die effektivste Waffe jetzt. Wir müssen uns jetzt wirklich auf unsere Zaubersprüche verlassen. Und, ja. Also südlich vom Gebirge, irgendwo hier soll das sein. Wir haben es ja schon mal gesehen, da ist das Loch. Tja, und da gehen wir dann rein. Das Loch blickt vor mir. Betreten, jo. Und jetzt können wir es auch betreten. Und, ja. Die Zaubersprüche, upsala, müssen wir auch alle beherrschen lernen. Ansonsten geht es uns schlecht. Ein steiler Weg führt aus diesem finsteren Loch wieder hinaus. Hinaufgehen? Nö. Wir sind ja gerade erst angekommen. So, unsere erste Amtshandlung ist es. Charakter. Zaubern. Stufe 3. Was haben wir für tolle Sprüche? Sturmwind. Sog. Und Kompasstrick. Genau. Und das ist im Grunde genommen derselbe Spruch. Der macht genau dasselbe wie unser Kompasszauber. Ist allerdings wieder billiger. Schmeißen wir ihn an. Und dann, aber besseres Licht gibt es bei Stufe 3 nicht. Es gibt allerdings ein paar, ich sag mal, Gegner wegschieb und Gegner ransaug Zauber. Das sind diese beiden. Also Stuvi, Sturmwind, schiebt die Gegner 3 Schritte zurück. Hat eine Reichweite von 5. Das heißt, wenn sie uns zu nahe kommen, dann, weil die Gegner haben zum Glück nur eine begrenzte Reichweite. Ziemlich viele zumindest. Und wir haben den Vorteil eigentlich immer der höheren Reichweite für das meiste, was wir haben. Schiebt sie 3 Schritte zurück. So. Windsog, wenn wir sozusagen sagen wollen, wir wollen sie alle im Nahkampf vernichten mit einer Feuerwand,
dann können wir das auch machen. Und es hat eine große Reichweite und zieht sie gleich zu uns heran. Hat nur den Nachteil, dass die natürlich dann alle Gegner in ihrer Runde auf uns drauf dreschen können, weil eine Runde müssen wir dann quasi überleben, damit wir zumindest die Feuerwand auch einsetzen können. Ansonsten müssen wir einen Heilzauber sprechen, damit wir nicht sterben. Und dann ist es nur noch hin und her und man muss Glück haben, dass sie einen nicht treffen. Tja, ja, der Kompass-Trick ist weiterhin der Zauber. Der Kompass-Zauber kostet allerdings nur 2 Magiepunkte anstelle vorher 4 auf Stufe 1. Und ja, da haben wir Feuer, das ist die Feuerwand. Die trifft alle Gegner, die einen Schritt von uns entfernt sind. Und macht 150 Schadenspunkte für nur 30 Magiepunkte. Das ist eine sehr, sehr gute Waffe. Wenn wir es überleben können, die Gegner hier einen Schritt vor uns stehen zu haben. Und dann brutzelt das Ding so ziemlich alles weg. Besser ist da schon der Feuersturm, der alle Gegner trifft bis 9 Schritte Entfernung. Kostet allerdings 40 Magiepunkte und macht nur 60 Trefferpunkte Schaden. Also das wird so ein bisschen knapp. Dann. Aber ey, wisst ihr was? Ich habe ja gesagt, wir werden. Zumindest glaube ich, dass ich das gesagt habe. Es ist schon wieder eine Weile her. Dass ich vor allen Dingen in. Was wollte ich investieren? Magie. Also die mentale Power. Denn jetzt haben wir Beherrsch und können. Eine kleine Flamme leuchtet den Weg. Wo denn? Ich sehe noch nichts. Achso. Das muss erst geladen werden. Die Effekte des der Zauber müssen erst geladen werden. So. So, gehen wir einen Schritt vorwärts und ja, auch hier sehe ich schon wieder die Karte. Wir befinden uns jetzt hier an diesem feinen kleinen Ort. Ja, jetzt gilt es für uns, ja, hier Dämonen platt zu machen und ein paar andere Figuren. Was in diesem Dungeon zum ersten Mal auch auftritt, sind Zufallskämpfe. Das heißt, es sind in dem Falle keine Zufallskämpfe, also die Kämpfe sind schon, die passieren, an bestimmten Orten passieren die. Es ist nur zufällig, was für Gegnern wir begegnen. Da kann man viel Glück haben, dass es nur so schwache Zombies sind oder so ein Murks. Oder man kann Pech haben oder sind Gegner, die man eigentlich außer durch bestimmte Gegenstände eigentlich fast nicht besiegen kann. Und diese Gegenstände braucht man allerdings für die festgelegten Kämpfe später eigentlich noch. Das ist eigentlich sehr knapp alles und deshalb sollten wir die Zufallskämpfe so haben, nach Möglichkeit, dass wir dort dann auf leichtere Gegner treffen, die wir auch so bekämpfen können, ohne dass wir diese wertvollen Gegenstände einsetzen müssen. Aber ja, das ist so ein Element, was jetzt wieder eingeführt wird. Also die Kämpfe an sich, da auf den Feldern kommen Kämpfe, nur was das für Kämpfe sind und wie viele Gegner das im Einzelnen sind, das ist dann variabel. Das ist dann nicht so festgelegt. Aber gut, rasten wir erstmal, um zu sehen. Ja, das Licht wird jetzt wieder ausgehen. Aber beim nächsten Mal werde ich auch den Kompasszauber widersprechen, weil ich das Spiel gleich ausmache. Ach, egal. Haben wir es mal gesehen. Meine Kräfte kehren zurück. Und ich spüre, wie meine Fähigkeiten wachsen. Ja, wir sind jetzt in dem, so gesehen, nicht vierten, sondern fünften Level des Spiels. Und das heißt, wir steigen auch auf Stufe 5 auf. Und wir investieren in Mental Power. Und haben Magiepunkte 139. Was hatten wir vorher? Guck mal, ich habe das gar nicht gesehen, weil wir überhaupt keine Zauber eingesetzt haben oder gebraucht haben. Aber hey, ich bleib dabei, das ist jetzt meine Strategie. Ja. Und wie gesagt, Magie ist das Wichtigste in diesem Spiel. So, das war erstmal wieder GBF Arkadalmeister mit dem Let's Play von Die Prüfung. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es darum geht, in diesem Dungeon hier aufzuräumen. Mal sehen, was uns da alles erwartet an Kreaturen und lustigen Abenteuern. Hier in Utumno oder auch nur dem Loch genannt. Tja, bis dahin.